Hallo ihr Lieben, es gibt da diese eine Sache, die ich mir von unseren gewählten Politikern wünsche, dass sie sie mal tun würden, die ganz sicher nie passieren wird, aber dennoch wünsche ich mir sie und eigentlich ist es sogar das Einzige, was ich mir von gewählten Politikern mittlerweile wünsche, und zwar, dass sich mal ein gewählter Politiker vorne hinstellt, also vor laufende Kameras und Folgendes sagt, nämlich, liebe Leute, ich kann gar nicht wissen, was für euch richtig ist. Ich weiß es nicht, aber es ist kein Problem, es ist nicht meine Schuld. Ich kann es nämlich gar nicht wissen, es ist gar nicht möglich. In einer Gesellschaft, die so differenziert und so komplex ist wie die heutige, bin ich einfach komplett überfordert damit, für euch zu wissen, was für euch gut ist. Ich meine, das gelingt ja schon Eltern mit erwachsenen Kindern nicht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, geht das auch schon vor dem Erwachsenenalter los. Man weiß nicht, was für seine Kinder richtig und gut ist, auch wenn sich manche Menschen das einbilden. Vielleicht noch, wenn sie ganz, ganz klein sind, dann gibt es halt dieses Vorausschauende, dass man also Konsequenzen überblicken kann, die halt die Kinder noch nicht überblicken. Oder man hat noch schon etwas bessere Affektkontrolle, als Kinder sie halt haben können. Und sie lernen sie dann auf liebevolle Weise in der Interaktion. Das mag es alles geben, gestehe ich alles zu. Aber spätestens mit erwachsenen Kindern weiß man nicht, was für sie gut ist. Und wenn man denkt, man wüsste es, kriegt man Probleme. Warum das in der Politik, wo man ja noch nicht mal in Beziehung steht zueinander, wo man sich ja noch nicht mal kennt, anders sein soll, ist ein großes sozialpsychologisches Rätsel für mich. Also wie können wir davon ausgehen, dass Politiker in einer so großen, so komplexen, so differenzierten Gesellschaft wie der, in der wir jetzt schon seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten leben, wissen könnten, was für uns gut ist? Also können sie nicht. Und das können sie aber auch niemals zugeben, weil dafür werden sie ja gewählt. Sie werden dafür gewählt, Bescheid zu wissen und zu wissen, wo es lang geht, die Führung zu übernehmen, wie es immer so schön heißt. In die Wahrheit ist, sie sind komplett überfordert und das ist noch nicht mal ihre Schuld. Das ist die Schuld eines völlig verkorksten politischen Systems, das Politiker dazu zwingt, so zu tun, als wüssten sie Bescheid, weil wenn sie es nicht tun, werden sie automatisch nicht gewählt. Dann denkt man sich ja immer, ja, was will ich da mit dem Kerl? Der sagt ja selber, dass er keine Ahnung hat. Ja, liebe Leute, solche Leute sollten wir wählen, weil was diese Leute machen würden, wäre, sie würden die Verantwortung zurück dorthin geben, wo sie nämlich hingehört, nämlich in unser aller Hände. Sie würden also sozusagen den Ball, den wir ihnen zuspielen und sagen, mach du es mal gut für uns alle, ja, das ist ja immer das, was wir von Politikern erwarten, auf allen Ebenen, das geht schon auf Bürgermeisterebene los, eigentlich schon viel früher, aber spätestens auf, was weiß ich, Landesregierungen, Staatsregierungen erwarten wir, dass da jemand ist, der es für alle irgendwie gut machen kann. Und also gute Politiker würden Folgendes tun, sie würden sagen, liebe Leute, diesen Ball, den ihr mir zuspielt, den nehme ich nicht an, den kicke ich schön wieder zu euch zurück, macht es mal selber unter euch aus, eben in gelosten Bürgerräten und dann kommt zurück zu mir, wenn ihr euch untereinander geeinigt habt, wenn ihr euch einander ausgesetzt habt, also das, was ihr immer über Bande mit mir zu spielen versucht, also alle adressieren mich, alle ziehen und zerren an mir, jeder will was anderes und meistens völlig Gegensätzliches, setzt euch erstmal miteinander auseinander und wenn ihr euch einig seid, kommt zu mir und das setze ich dann gerne um als Exekutivpolitiker. Ich meine, das heißt Exekutivpolitiker ausführend. Exekutive ist die ausführende Macht. Ist schon mal jemand drüber nachgedacht, was Exekutive heißt im Lateinischen, aus dem Lateinisch kommenden? Also liebe Leute, das würde ein guter Politiker sagen, würde sagen, einigt euch untereinander und wenn ihr euch halbwegs einig seid, wenn ihr so eine zumindest eine grobe Richtung habt, wo ihr gemeinsam hinwollt, dann mache ich euch das gerne, aber erst macht ihr das. Also das würde jeder guter Dienstleister so machen und nur schlechte Dienstleister machen das Gegenteil. Also wenn du mit einer völlig zerstrittenen Familie zu tun hast und jeder möchte es anders haben, wie, keine Ahnung, das Haus aussieht oder die auch nur die Küche aussehen soll, dann übernehme ich doch nicht den Auftrag. Ich setze mich doch in Teufels Küche. Also wie soll ich sagen, das ist ein Schleudersitz. Das ist, also man kann es nur falsch machen und man kriegt, und genau das passiert momentan. Also Politiker, die Verantwortung für uns alle zu übernehmen versuchen, kriegen die Scheiße ins Gesicht von oben, von unten, von der Seite, von vorne, von hinten, ja, von links, von rechts, von allen Seiten kriegen sie es ab. Und dass sie sich das noch geben, das ist das, was mich eigentlich verwundert. Also warum soll ich mir dieses Spiel noch antun? Es ist zu meinem eigenen Schaden und es ist zum allgemeinen Schaden. Niemandem geht es gut mit diesem Spiel, das wir da spielen, dass wir Politikern die Verantwortung fürs Gemeinsame per Wahlen andelegieren und denken, damit wäre die Sache irgendwie gelöst oder auch nur lösbar. Das ist
das ist albern, das ist vollkommen albern, wenn man es mal etwas mit etwas Distanz betrachtet und sich denkt, okay, wie könnte es denn anders gehen? Also, wenn das unproduktiv ist, wie geht es denn besser? Und sorry Leute, es geht viel besser, als wir es derzeit machen im politischen System. Es gibt viel bessere politische Systeme als die, die wir derzeit benutzen. Es gibt sehr viel bessere Verfahren. Und also heißester Kandidat sind eben geloste Bürgerräte, das geloste Bürgerräte entscheiden zu lassen und die Bürger sich einander auszusetzen, dass sie sich miteinander auseinandersetzen müssen und nicht über Bande mit Politikern da spielen und da ihre persönlichen Champions ins Rennen schicken und dann sollen die sich in der Kampfarena, die wir irrtümlich Politik nennen, die Schädel einschlagen und wer dann aus diesen Kämpfen irgendwie als Sieger hervorgeht, der lenkt dann den Staat und macht die Regierung. Also das ist also so primitiv, dieses Verfahren, und so barbarisch, und das ist, also ich würde sagen, es ist unter unser aller Würde, was wir da tun miteinander. Dieses politische System ist vorsintflutlich gebaut mit allem, was wir heute wissen. Wir wissen es wirklich verfahrenstechnisch besser, wir wissen es sozialpsychologisch besser, wir wissen es evolutionspsychologisch besser. Alles, was unsere Wissenschaft sagt, sagt, dass das, was wir da machen, in der Politik ganz großer Käse ist und dass man also, wenn man sich jetzt Politik nochmal neu ausdenken müsste, mit dem heutigen Wissensstand, den wir über Menschen und sozialdynamische und konfliktdynamische Prozesse haben, würden wir niemals ein solches politisches System bauen, wie das, das wir aber derzeit die ganze Zeit benutzen und für sakrosankt halten und für das Gelbe vom Ei halten oder sagen wir zumindest für das kleinste Übel halten. Nein, das ist nicht das kleinste Übel, das ist ein riesen Scheißübel. Die Politik, nicht einzelne Politiker, nicht einzelne Parteien, das politische System, das wir haben, ist ein solcher Riesenmist, ja, und das wird nicht besser dadurch, dass wir es uns schön zu reden versuchen. Das ist einfach Käse, was wir da machen. Und also, dass Politiker sich das noch geben, kann ich eigentlich kaum erklären. Also, es gibt immer zwei heiße Kandidaten, warum Menschen sich das noch antun. Das erste, was den meisten Leuten einfällt, ist einfach Ego, also Machtwillen, dass man also berühmt wird und anerkannt ist und wichtig ist und so. Das ist das, was den meisten Menschen zuerst als einfällt, warum sich Menschen überhaupt so was Schreckliches wie Politik in diesen Formen antun. Ich glaube, nach vielen Gesprächen, die ich mittlerweile mit Politikern haben durfte, angehenden und etablierten, und dass es eigentlich Idealisten sind. Die meisten Leute sind, wenn sie in die Politik gehen, wenn sie den, warum sie es tun, sind Idealisten. Das sind sozusagen von der Haltung her Märtyrer. Die tun sich diese ganze Kacke an, weil sie wirklich was bewirken wollen, weil sie wirklich denken, auch das ist schlecht und jetzt statt nur zu jammern, mache ich was. Sie wollen also Verantwortung übernehmen. Und dafür hat mal ein Systemtheoretiker namens Gerhard Wohland ein wunderbares Wort kreiert. Er nannte es Verantwortungsanmaßung. Das ist, wenn man irrtümlich glaubt, dass man als Einzelner ganze Systeme fixen kann. Also, dass man als Einzelner Verantwortung für ganze Systeme übernehmen kann. Und unsere armen Politiker leiden an einer Krankheit, die wir aber alle befeuern, nämlich Verantwortungsanmaßung. Dieses System treibt immer wieder Menschen in Verantwortungsanmaßung, dass sie sich anmaßen, für alle wissen zu können und auch wissen zu müssen, was für alle gut ist. Das geht aber nur in ganz einfachen, kleinen Gesellschaften bei ganz einfachen, unkomplexen Problemen. In einer so komplexen Gesellschaft wie der unseren geht das einfach nicht. Unsere Politiker sind überfordert und dafür können sie nichts. Rein gar nichts. Jeder wäre überfordert. Der größte Experte der Welt oder der größte Universalgelehrte der Welt, das größte Brain und auch der größte Empath, alle werden sie überfordert. Niemand kann das leisten, was wir von gewählten Politikern erwarten. Und aus purer Verzweiflung oder Alternativlosigkeit gestehen wir uns das nicht ein und versuchen uns dann dieses System schön zu reden und schön zu denken und sagen, ja, ist ja alles nicht so schlimm. Nein, es ist kackschlimm. Die ganzen Probleme, die wir nicht lösen können, können wir deswegen nicht lösen, weil wir dieses System haben, weil wir dieses vorsintflutliche Verfahren benutzen, Leute zu wählen und dann sollen die mal machen und alles gut machen. So kann es niemals funktionieren, wird es auch niemals und es wird immer schlimmer. Ich meine, die Gesellschaft wird nicht unkomplexer oder undynamischer. Wir haben große, große political issues, also wir haben Probleme und die werden nicht gelöst in diesem System, weil das Politiker auch gar nicht können. Und immer wieder werden Einzelne dafür verantwortlich gemacht. Der bremst, der ist schuld. Nein, nicht der bremst, der ist schuld. Das System ist kacke. Ja, das ist ein Kacksystem. Entschuldigung. Und Politiker finden das, also wenn ihr anders denkt, bitte geht in die Politik und tut euch das mal an ein paar Jahre und dann reden wir nochmal im vertraulichen Gespräch natürlich, nicht öffentlich, da würde das keiner zugeben, aber Politiker können das eben nicht. Politiker können es nicht machen und Politiker können es fatalerweise auch nicht zugeben, dass sie komplett überfordert sind. Außer jetzt so Gestalten wie Nico Semsrott vielleicht, die sich zum Spaß ins Europäische Parlament haben wählen lassen. Die geben ihre Überforderungen offen zu, ja, weil das deren Deal ist. Aber eigentlich geht es allen Politikern so wie Nico Semsrott, ja, also egal,
Ich will nur sagen, was wir brauchen, sind Reformen. Reformen unseres politischen Systems. Ja, und zwar produktive, konstruktive Reformen. Nicht Ober gegen Unter, irgendwer setzt sich durch. Wir brauchen halt ein Modell, das konsensuell ist, weil letztlich Politik auf Konsens tatsächlich abzielt. Also zumindest ein Konsens, wo dann alle mitziehen und mittragen und sagen, das ist jetzt erstmal okay, dass wir es so machen, und dann schauen wir es uns vielleicht nochmal an. Und dann können wir immer noch weiter reformieren und weiter ändern. Also wir können jetzt ein Gesetz beschließen, eine Gesetzesänderung. Und wenn wir der Meinung sind, dass die Effekte unserer Gesetzesänderung doch schlechter sind, als wir gedacht hätten, können wir weiter reformieren. Also so kommt ein wirklicher politischer Prozess in Gang, der eigentlich ein permanentes Reformieren ist, aber eben ein konsensuelles Reformieren. Nicht die einen wollen die anderen beglücken oder die einen wollen die anderen unterdrücken und dann auch noch zu ihrem Besten. Das kann ja niemals funktionieren. Also dagegen wehren sich Menschen. Das ist Paternalismus. Ja. Wir können es nur selber machen heutzutage, aber wir können es nur in politischen Formen tun, nicht als Einzelne. Wir brauchen Politik, aber Politik sieht eben, wenn man sie also wirklich konsequent denkt, anders aus als das, was wir derzeit Politik nennen. Das ist keine Politik. Das ist ein Hickhack und ein Intrigantenstadel. Ja, das ist aber, hat mit Politik nichts zu tun. Politik heißt, wir als Bürger setzen uns zusammen und beraten gemeinsam über politische Maßnahmen und über Gesetze. Ja, das ist Politik. Das machen wir aber nicht. Seid ihr schon mal auf einer politischen Versammlung gewesen, wo gelost wurde, wo alles da war, was in der Gesellschaft da ist, und man hat trotzdem gemeinsam beraten, egalitär, wo jeder gleichwertig war und jeder hatte eine Stimme. Und jeder hat sich eingebracht und jeder hat seine lebensweltliche Erfahrung eingebracht. Und dann hat man sich untereinander ausgetauscht. Und dann wurde man klüger kollektiv. Dann ist diese Weisheit der vielen entstanden, vor der so viel gefaselt wird. Ja, die gibt's wirklich, aber halt nur in geeigneten Verfahren, die halt schlau gebaut sind. Also, sorry Leute, das, was wir machen, ist so schlimm, dass, wie soll man sagen, das ist das schlimmste Problem, das wir haben, unser politisches System. Es gibt kein schlimmeres. Alle anderen Probleme sind halt Folgeprobleme davon. Die werden nicht gelöst, weil das politische System genau so gebaut ist, wie es gebaut ist. Weil wir mal dachten, vor vielen, vielen Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, das sei eine super Idee, politische Systeme so zu bauen. Gut, wir haben jetzt dazugelernt. Ja, es ist ein paar Jahre später. Man kann solche Lernerfahrungen, wenn sie konstant frustrierend sind und wenn also sich immer weiterer Politikstau auftürmt, wenn die Probleme immer noch schlimmer werden, kann man irgendwann mal auch Konsequenzen draus ziehen und sagen, hey, vielleicht haben wir ein Systemproblem, ja? Vielleicht können Politiker das ja gar nicht lösen im bestehenden System. Vielleicht erwarten wir da von den Leuten heroische, übermenschliche Taten, die sie gar nicht vollbringen können. Warum? Weil sie auch nur Menschen sind. Sie mögen sehr schlaue Menschen sein oder sehr wohlwollende Menschen sein, aber sie sind Menschen, sie sind begrenzt. Und für Politik müssen wir uns halt selber hinsetzen, selber zusammensetzen und dann wird ein Schuh draus. Und Politiker können dann gerne die Umsetzung machen, aber eben kontrolliert von uns allen, also wiederum von gelosten Bürgerräten. Das ist wäre ein sehr viel besseres politisches System als das, was wir gerade benutzen. Gut, das sind meine ideologische Meinung. Es ist natürlich ideologisch. Nicht jeder wird so viel Vertrauen in geloste Bürgerräte haben wie ich oder überhaupt in die Menschheit. Ich kann nur sagen, schaut sie euch mal näher an. Schaut euch, recherchiert selber, schaut euch hin. Wenn ihr einmal an einem teilnehmen könnt, nehmt teil. Schaut, bildet euch selber eine Meinung aus unmittelbarer Anschauung. Sind geloste Bürgerräte ein vertrauenswürdiges Format, in dem wir zutrauen können, hochstrittige, hochkonfliktgeladene Themen zu verhandeln und dann möglicherweise auch dort entscheiden zu lassen. Ne? Also wir delegieren ja auch jetzt, aber wir delegieren halt per Wahlen. Genauso können wir per Losentscheid auch delegieren und können sagen, ein gelostes Gremium, nicht weil wir dem Einzelnen vertrauen, sondern weil wir dem Prozess vertrauen, führt zu besseren Ergebnissen, als wenn wir da Leute in die Kampfarena schicken und die dann sich gegenseitig für uns die Köpfe einschlagen. Ja, also das Tolle an gelosten Bürgerräten sind, sie sind keine Kampfarena. Dort findet Politik nicht in einer Kampfstimmung statt. Dort gibt es keine Kampfabstimmungen, dort gibt es keine Intrigen, sondern dort gibt es ein vernünftiges Gespräch miteinander, dort gibt es vernünftigen Austausch und die Leute sind in einem besonnenen Zustand, in dem zum Beispiel auch Voraussicht eine große Rolle spielt, also langfristiges Denken. Deswegen sind geloste Bürgerräte so unendlich viel besser als das, was sie derzeit machen. Politiker können immer nur bis zur nächsten Wahl schauen. Ja, und zwar Wahlen gibt es auf vielen Ebenen, auch Personenwahlen. Ne? Lande ich überhaupt auf der Liste? Positioniere ich mich, wie positioniere ich mich in meiner Partei so, dass ich dann überhaupt auf den entsprechenden Listen möglichst weit vorne lande, sodass ich dann überhaupt in irgendwelchen Parlamenten sitze oder überhaupt Chancen habe, ein Ministeramt zu ergattern. Also, das ist ein Kacksystem, Entschuldigung. Und zwar auch für unsere gewählten Politiker. Ich würde sogar sagen, vor allem für unsere
gewählten Politiker ist dieses System katastrophal schlecht. Also die Leute haben ein Interesse an Reformen. Die Frage ist halt, können sie das in den bestehenden Bahnen irgendwie durchbringen? Und das ist auch sehr schwierig. Weil ein Politiker kann momentan nur sehr schwer sagen, ich finde geloste Bürgerräte gut. Weil dann sagt er, ja, also du stiehlst dich aus der Verantwortung. Wir haben dich ja gewählt, damit du die Verantwortung für uns übernimmst. Ja, also das ist gar nicht so leicht, geloste Bürgerräte einzuführen, auch über Politiker selber. Weil sie dann eben ein Stück weit durch diesen Offenbarungseid durch müssen, wo sie dann sagen, liebe Leute, das entscheidet ihr mal lieber selber. Das entscheide nicht ich für euch. Das, ihr seid der Staat, ihr seid die Bevölkerung, im Grunde seid ihr der Souverän, ich bin nur euer Diener, ich bin nur der Beauftragte und deswegen macht ihr es mal schön hübsch untereinander aus und dann gerne mache ich euch das so, wie ihr das beschlossen habt. Wie das ein guter Dienstleister, wie das ein guter Handwerker machen würde, der würde nur mit einer Auftragsklärung arbeiten und nicht mit ungeklärtem Auftrag. Und unsere Politik ist eine Politik mit permanent ungeklärtem Auftrag. Das, was wir machen, Aufstellung von Parteiprogrammen und dann wählen wir die, ist ja ein schlechter Witz. Entschuldigung, das ist keine Auftragsklärung. Ja. Also das wäre so, wie ihr lasst euch ein Haus bauen, es gibt irgendwie ganz viele, die daran beteiligt sind. Ja. Jeder hat andere Vorstellungen von dem Haus und dann stellen verschiedene Handwerker irgendwie ein Programm auf, ja, so Architekten und, ja, Entschuldigung, Handwerker, Architekten, für mich ist eine Bagage, Entschuldigung, darf man Architekten nicht sagen, aber eigentlich stimmt's. Also, die stellen dann so Pläne auf und dann stimmen wir drüber ab, ja. Und dann wird abgestimmt und dann wird irgendein Entwurf gewählt, der halt die meisten Stimmen bekommen hat. Dass da einige sehr unglücklich sind dann und den Bau torpedieren des Hauses, das wir gemeinsam beschlossen haben, ist keine große Überraschung, dass das passieren wird. Und dass manche dann auch anfangen, den Architekten zu hassen. Ja, also das ist ein albernes Verfahren. So würde man das nicht machen, wenn es um was geht. Und in der Politik geht es richtig um was. Also ich bin schon wieder still, weil ich rege mich A, eh nur auf und B, glaube ich gar nicht, dass das was bringt. Aber von Zeit zu Zeit muss ich mir meinen Frust von der Seele reden, sonst fängt es mir einfach an, schlecht zu gehen. Das ist also pure Psychohygiene, was ich hier mache, dass ich mich aufrege und danach habe ich den Stress so ein bisschen aus dem Körper raus. Nicht mehr, nicht weniger ist das überhaupt. Also hier. Ich wünsche euch was und ich wünsche uns allen, dass wir es schaffen, gemeinsam unser politisches System zu reformieren, zu verbessern. Natürlich in eine noch demokratischere Richtung, also unsere Demokratie weiterzuentwickeln, denn das brauchen wir dringend gerade. Ceterum censeo, Demokratia esse sotiendam. Im Übrigen bin ich dafür, dass die Demokratie gelost werden muss.